Okay, die holen nur Zeug, was rumliegt. Okay, das heißt, Sachen hier raus kriegen wir nicht. Ich kann die aber einfach hier erhalten, so. Das kann ich dann machen und kann dann einfach sagen, okay, öffnen und ich schiebe das Holz dann da rein. Das, ich behalte das jetzt, aber ich kann das da, dann da reinschieben. Okay. Okay, okay, okay. Gut, wir brauchen Saft, Leute. Wir müssen auch die heißen Quellen machen. Das war schön hier. Diese schöne Ferienfreizeit. Liebe alles daran. Ganz kurz. Wie sieht's denn aus? Farbenfuchs ist wieder fit. Rein da. Rein ins Team und wir gehen wieder los. Hervorragend. So, wir gehen wieder auf Tour. Wir brauchen... Wie spät ist es? Es geht. Ach, und da kann ich sehen, ob es kalt oder heiß ist. Hier ist es gemäßigt. Okay. Fast schon ein bisschen im kühleren Bereich. Ist das ein Pingu da hinten? Ist das ein einsamer, kleiner Pingu? Der da hinten allein sein Dasein fristet und sehr traurig ist? Oh nein, Level 3, was ist denn dir passiert? Oh nein! So. Oh. Ich habe einen Grafikfehler gefunden. Oha. Hier ist das Wasser ist abgeschnitten hier. So, warte mal. Haben wir hier eigentlich eine Strömung? Weiß ich nicht. So. Sieht keiner. Turbinator LP gönnt sich ein Päuschen. Ja, das glaube ich, Tobi. Das glaube ich. Ja, kaum bin ich weg. Natürlich, Tobi. Na klar, gönn dir mal ein Päuschen, hä? So, warte, da liegt noch was. Haben wir noch genug Bälle? 8 Stück. Okay. Warte. Dann nehmen wir den auch nochmal mit. Und wir brauchen immer noch Perlsaft. Ich kann nicht glauben, dass das so lange dauert. Können wir Perlsaft nicht irgendwie herstellen? Haben wir nicht irgendwas? Wie bei Craftopia, irgendeinen Safter? Heiße Quelle, Dreischussbogen, Werkbank, eine Lüftmunk-Maschinenpistole, Tanzi-Sturmgewehr, mittelalterliche Pharmazie-Werkbank, okay, Fleischerbeil. Ein Messer, mit dem du gerufene Pelz schlachten kannst. Wenn du es ausgerissen hast, ändert sich die Option, Streichel zu schlachten. Was? Ein geschlachteter Pelz ist für immer weg. Was? Was? Oh, das wird großartig. Oh, das wird großartig. Oh, das wird sehr schön. Ich freue mich jetzt schon auf die Resonanz. Das wird bestimmt gut. So, unbekannter Gegenstand. Fange zum Freischalten einen bestimmten Pelz. Hier auch. Ah, das sind die Waffen bestimmt von denen, ne? Megasphäre, Sphärenwerkbank, Nightwing-Sattel ist erst Level 15, okay. Wir haben aber schon einen. Schaukäfig. Käfig zum Ausstellen gefangener Pelz. Oh, ausgestellte Pelz können weder mitkämpfen noch Arbeiten verrichten, werden aber auch nicht hungrig. Oh, wir können uns Käfige machen, Leute. Wir können uns einen kleinen Zoo bauen. Oh, wie süß. Kochtopf, Feuerheizung. Okay. Giftpfeil, Armbrust, Megagleiter, Eiskühler. Zuchtfarm. Hier kannst du zwei Pelz hinschicken, um sie Eier legen zu lassen. Als Motivation zum Eierlegen wird Torte benötigt. Das ist genau meine Vorstellung. In so einer Zuchtfarm arbeiten und du kriegst immer Torte reingeschoben. Als Belohnung. Oha. Oha. So. Antikes Tischset. Das heißt, ich kann, wenn ich unsere Pelz entsprechend benenne, kann ich quasi Streamer geben zusammenführen. Oh, Junge, ich mach mich richtig unbeliebt. Oh boy, oh boy. Das wird alles sehr, sehr gut. Naja, wir gucken mal. Okay. Das sind die Crossovers, die wir brauchen. So, da oben ist wieder so einer. Okay. Warte mal. Kann man hier suchen? Eine antike Technologie ist auch nochmal spannend. Kann irgendjemand sagen, dass er den Vogel reiten kann? Wir haben gerade den Sattel gesehen ab Level 15. Aber du brauchst den Sattel ab Level 15. Den können wir holen. Oh, weißt du was? Das mache ich auch. Das mache ich, weil da haben wir ja schon. Sandsack. Setze Pelz hier ein, um sie nach feinen Ausschau zu halten. Und Lynn, ja. Gute Besserung, Lynn. Ich hoffe, es geht dir bald besser. Schlaf schön. Oder leg dich ein bisschen hin. Oder guck einfach noch ein bisschen oder lese mal oder irgendwie. Na klar, um Gottes Willen. So. Federhaarschmuck. Ich glaube, das liegt einfach heute vom ganzen Arbeiten einfach und von dem ganzen
Stoff herstellen. Tritt ein Opfer darauf, wird das festgesetzt. Ein kleines Fangeisen. Okay, aber die, aber eine Entsafter habe ich hier noch nicht gefunden. Entsafter sehe ich nicht. Hochwertige Werkbank, die werden wir auf jeden Fall brauchen. Fellrüstung, Fleischerball, Kühlbox, Übungsdummy, Sphärenwerkbank, Aufbewahrungsset, Weizenfeld, schön, Aufsichtskanzel, Eisentruhe, Holzschutzwand, hitzeresistente, Level 14. Hier bei der antiken Technologie, Voraussetzung, eine Enterhakenpistole und zur schnellen Vor... Boah, hakt sich im an, wie sieht ein Ziel rein und zieht den Anwender nach? Wie geil! Hä, was für ein geiles Game ist das bitte? Was gibt's denn hier alles? Damit kannst du aus Pelz derselben Spezies ein Konzentrat herstellen, um den Rang eines Exemplars zu erhöhen. Wir brauchen den Entsafter, Leute. Okay, es wird etwas später. Im Entsafter? Ich frag mich halt, ob die Tanzverbot faulenzt. Ja gut, da weiß ich Bescheid. Ja, da sind noch zwei Saftpressen. Die gönnen wir uns. Komm. Ran da. Oh, warte. Shit. Da hinten ist auch noch einer. Bleibt aber irgendwann stehen. Ich kann gar nicht so schnell zuschlagen. Ich kann ihn nicht einholen. Kann ich einen Angriffsbefehl geben? Nee, ne? Kann ich irgendwie nicht. Okay. Oh, wer ist das denn? Tails. Wie heißt der Fuchs? Wie heißt der? Warte. Wie heißt der? So, warte. Das Darling von ganz Palapagos, wer Fixie P sagt, macht sich ganz schnell die ganze Welt zum Feind. Okay. Okay, gut, das ist aber sehr schön. Okay, warte. Die sind böse, ne? Die sind bestimmt aggressiv, oder? Rushua. Kann ich mir vorstellen. Ich gehe mal ganz kurz hin, aber die werden mich bestimmt gleich angreifen. Und dann sage ich, shit, wäre ich mal nicht hingegangen. Level 4. Oh, die sind jetzt schon. Ja. Okay. So. Wir brauchen... Okay, das war nur das. Ich dachte, da war so Geheimnis drin, so ein Baumstumpf oder so. Wir brauchen immer noch Pinguine. Was bist du denn? Oh Mann, warum? Warum tust du das denn? Oh, Pelsaft. Gut, ich wollte ihn fangen. Fuck. Erst Fixie, dann Fuck. Was ist denn mit dem Game los, Alter? Was ist denn hier los? Och, die sind aber sweet. Leslie ist zu stark. Leslie ist aber zu stark. Wir brauchen... Okay. Komm mal kurz rein. Schnell, geh zu deinen Freunden. Nein, was ist da passiert? Oh weh, oh jemini. Nein, sie schlafen nur sehr lange und wachen niemals wieder auf. Oh nein. Oh, Level 6. Oh, okay, dann muss ich schneller ausweichen. Das war sehr elegant. Oh, ich habe keine Energie mehr. Ja, ich kann hier. Shit. Oh Mann! Jetzt aber. Zwei Dinger verbraten. Weil ich gerade in diesem komischen Ding war. Oh,
Da oben ist jemand sauer. So, puh. Wir haben nur noch 7. Okay. Man muss auf jeden Fall besser zielen, wenn man die einfängt. So. Goldmünze. Ja, 2 kleine Perlseelen. Ja, wir können leveln. Okay, da drüben sieht auch spannend aus. Was ist denn das? Vorher sogar rote Beeren gegessen. Das. Sag mal. Frech? Tja, so kann's gehen. Leg dich nicht mit mir an. So. Wir sind hier völlig falsch, ne? Wir sind hier völlig falsch. Wir brauchen noch 2 Säfte. Komm, die müssen wir noch hinkriegen. Ich gehe mal wieder zurück, wo die Pinguine waren. Wir brauchen noch 2. Wir brauchen noch 2 Säfte. Manu, wir brauchen. Komm. So. Okay. Pikachu? Nein, das ist doch gar nicht Pikachu. Das ist doch ganz weit entfernt. Ich weiß nicht, wo ihr da Ähnlichkeiten zu Pokémon seht. Keine Ahnung. Kleine, oh, eine kleine Perlseele. Liegt einfach so rum. Cool. Cool. Da oben ist bestimmt wieder so eine grüne Statue drauf. Mit dem Flugding können wir ganz viele grüne Statuen sammeln. Sobald wir den Sattel haben, können wir rumfliegen. Da zum Beispiel könnten wir bestimmt irgendwie hin. Blut für den Blutgott. Da ist noch eine Perlseele. Warte, ich hol die nochmal schnell. Yeah. Porsuk arbeitet wieder nicht. Oh, drück immer E aus Versehen. Komm. Entschuldigung. So, wir brauchen Pinguine. Wir brauchen Pinguine, wir können ja nicht so rumpimmeln. Wir brauchen diese 2 Seelen, damit wir zu Hause weiterkommen. Aber die Pinguine. Da. Okay, warte. Okay, ja, da kommen wir wieder nicht ran. Okay, das ist okay. Den haben wir und... Was ist da hinten? Haben wir nur ein Kristall? Wir kriegen bestimmt noch einen. Einen schaffen wir noch. Einen schaffen wir noch. Okay, ist nur ein Kristall. Okay, das ist fein. Mann, ich drücke mal E statt F. Ich spiele zu viel Starfield. Ich habe... Mein Lootfinger ist einfach auf E getrimmt. Okay, warte. Ein rosa Ei hole ich gleich, hol ich gleich. Ich will erstmal, meine Prio liegt gerade bei dem da. Das rosa Ei können wir gleich holen, aber... Warte, Ausdauer. So, ich sammle den gar nicht ein, wir brauchen nur... Wir haben 10 Perlsaft. Wir haben die 10 Pelzer. So, wo war das rosa Ei? Da hinten. Warte. Wir töten nicht aus Spaß, wir töten für den Saft. Das ist wie Ostereier suchen, das ist irgendwie geil, das ist einfach in-game. So, gewöhnliches Ei. Etwas Sanftes regt sich darin. Na du? So, warte. Ah, oh, shit, der hat uns gesehen. Okay. Das ist der falsche Weg, aber wir kriegen hier Säfte her. Da kriegen wir Säfte her. Okay, wir müssen kurz nach rechts. Glaube ich, irgendwo. Ich glaube, hier rechts hoch gleich irgendwo. Ich glaube, hier war es, ne? So. Okay. Schnabberdi da, schnabberdi du, was liegt denn da?
Porso kommt seiner Arbeit wieder nicht nach. Da liegt noch ein Bällchen. Wunderbar. Das nehme ich gerne mit. Mit F, nicht mit E. So. Zwei Stück sogar. Warte mal, bin ich hier richtig? Ich bin wieder komplett falsch. Ich kann Lager zurückbauen. Okay. Wir müssen da lang. Vielleicht habe ich da oben die Bälle auch noch mitgenommen habe. Warte, ich sehe die doch. Warte. So. Okay. Dann wollen wir mal. Das Gute ist... Ach, der ist tot. Ich dachte, die schlafen gerade alle. Der ist tot. Entschuldigung, der ist tot. Ich wollte gerade sagen, das Gute ist, die schlafen alle. Wir können jetzt überraschen. Aber die sind einfach tot. Wir könnten jetzt theoretisch auch die Pinguine jagen. Das könnten wir auch tun. Weil eigentlich... Okay, der schläft nicht. Es gibt also auch Nachttiere. Die Hühner schlafen aber gerade. Aber muss ich jetzt da lang? Ja, da muss ich lang. So. Einfach lecker. Wir könnten hier Fleisch einsammeln. So. Nimm deine Ausrüstung, deinen Pelz, mach dich bereit, besiege den Boss im Turm des Rain Syndikats. Okay. Das... Mach ich noch? Guck mal. Die Pan hat mir gerade das Licht ausgeschaltet. Frech. Warte. Was? Ein Depresso! Weichen sogar aus. So. Gucken wir mal. Ein Depresso. Ja, sehr gut. Flomp. Haben wir. Danke, Leslie. Spitzenteamwork. Okay. Ich schau mal. Ich muss mal kurz gucken. Ah, nee, ist ja nicht bei Team. Wir müssen ihn kurz nach Hause bringen. Wir schauen uns unser Depresso gleich an. Depresso, Alter. Oh, da ist noch mal ein Saft. Und da hinten sehe ich auch noch was. Da ist noch ein Ei. So, komm, nehm mal mit. Aua. Na komm, der geht doch, oder? Von denen haben wir schon ein paar. Yo, Level up, geil. Oh, hallo. Und hier noch ein goldenes Ei. Ein knisterndes Ei. Bäh. Etwas Quirliges regt sich darin. Ist ganz furchtbar. Ist alles ganz furchtbar. So, Werte erhöhen. Ich würde mal... Ich mach mal wieder Gewicht. So. Wir müssen langsamer nach Hause. Probiere ich, wenn Tag ist, mit dem Basie. Mit der Fackel machen wir nicht viel. So, warte. Wir gehen wieder zurück. So. Da schlafen noch Feuerfüchse. Okay. Ist irgendwie cool, die nachts zu sehen. Der ist gerade umgefallen einfach. Ich habe es gesehen. So. Eines Tages holen wir den, ich schwör's. 4000 Hitpoints hat der. 4000. Boah. So, warte. War hier nicht unser... Wo ist denn... Da oben müsste unser Feld sein. Okay, warte kurz. Wir haben auch Hunger. Okay, hier ist unsere Bude. Und wir sind wieder zu Hause. Ein Träumchen. Was ist denn das da oben? Daydream? Die sind ja schön. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich die holen kann. Ich bin hungrig gerade. Warte. Klaus Uwu gönnt sich. Was habe ich da gefunden? Ach, Holz.
Die sind bösartig, ne? Kann ich einen davon? Ich kann die leider. Ich brauche einen Bogen für die. Oh, die sind auch. Die sehen von hinten echt schön aus, aber guck mal, die kleinen fiesen Kreaturen da drunter. Die sind immer zu zweit. Okay. Kann ich einen pullen? Der freut sich voll. Puh, ganz knapp. Das war ganz knapp. Okay. Let's go. Komm, bitte, 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 bitte. Ja, 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 ja. Rein da. Ja, hervorragend. Oh, der ist... Schicke Friese. Okay. Hä? Aber wir haben den noch gefangen. Okay, komm, noch ein. Ist der respawn direkt? Oh, shit. Der hat gebrannt und ist dann gleich weggewiesen. Warum sind die alle alarmiert? Oh nein, die kommen doch jetzt nicht alle her, oder? Oh. Shit. Ich hätte... Okay. Schlachtfest. Das ist aber voll das Schlachtfest. Nein, bleib da hinten. Nein, bitte schlaft. Um Gottes Willen, hört auf. Was macht ihr denn? Warum sind die denn wach? Gesund und munter. Okay, cool. Ja, gut. Ich wollte gerade schlafen gehen. Aber es wird morgen, ne? Deswegen sind die aufgewacht, glaube ich, gerade. Ich hoffe, das ist der Grund. Ich hoffe, dass der... Ich weiß nicht. Okay, gut. Ja, Hauptsache arbeiten, ne? Ihr habt Spaß. Der holt die Wolle. Oh, ist das schön. Ach, Tobi, du bist das. Da ist noch ein Daydream. Okay, der ist weg. Der ist abgehauen, weil es morgens ist. Aber wir haben jetzt einen. Und wir gucken uns mal ganz kurz eben an. Lagerverwalt. Achso, hier. Was macht denn der? Giftschuss und Düsterball. Dämonischer Traumjäger. Wow. Okay, echt schön. Der Pinguin, den wir gefangen haben. Und hier noch Depresso. Depresso. Koffeinschock und Giftschuss. Ein Koffeinschock, okay. Mehr Muskeln als Verstand. Cooler Typ. Okay, was? Weiß nicht, was du meinst. Ich dachte wegen cooler Typ halt, ne? Ich hab gedacht wegen cooler Typ. Gut, mehr Muskeln als Verstand. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Angriff plus 30, Arbeitstempo minus 50. Arbeitstempo minus 50%. Kann auf Befehl eine bedenkliche Menge an Energy Drinks exen, was sein Bewegungstempo für eine bestimmte Zeit beträchtlich erhöht. Und hat Giftschuss, das sind seine Worte, ja? Bewirft den Gegner mit giftigem Schlamm. Ja, verbal. Verbal gesehen. Ja, ich finde, das passt alles sehr gut. Und Koffeinschock. Ja. Sehr, sehr gut. Kann der irgendwas arbeiten? Nee, das ist der Influencer. Ich glaube... Oh doch, der kann auch Sachen tragen und abbauen. Okay, weißt du was? Ich will mal ganz kurz gucken. Obwohl... Pingolini macht das ganz gut. Ist auch wild, ne? Ja, ich lasse mal Pingolini her. Und wir müssen mal... Funk ist eine Sie. Das ist doch heute alles... Das, Leute, ganz ehrlich... Heutzutage, wir haben, hallo, wir haben 2024. Lagerverbesserung, wir brauchen eine heiße Quelle. Noch einen zweiten Bärengarten. Den baue ich zuerst. Einen Bärengarten. Da. So. Weil wir es können. Würdest du bitte nicht da rum... Was ist denn... Horsuk! Gönnt sich ein Päuschen, aber vielleicht nicht da, wo ich baue. Weiter geht's.
So, wir bauen mal ganz kurz daran. Sekunde. Zweites Feld haben wir auch. Das ist sehr gut. Wir brauchen eigentlich keins. Die haben... Sind wir mal ehrlich? Wow. Die sind so gut einfach. Die machen alles selber. Die machen alles selbstständig. Heiße Quelle. Hä? Wo kommt denn der? Ein Hukratis? Wo kommt denn der D-Dream her? Okay, der Hukratis ist irgendwie nice. Wieso sind die D-Dreams denn hier? Ich dachte, das sind Nachtwesen. Wieso sind die tagsüber hier? Na du? Die greifen aber nicht an, oder? Wo ist denn der? Okay. Da, Daydream. Daydream steht da. Daydream. Und der Hu? Oh boy. Shit. Leute, ich wollte ihn fangen. Ich will ihn fangen. Was macht... Leute, nein, was macht ihr denn? Wieso greift ihr denn alle an? Was ist denn hier los? Hört doch auf jetzt. Ich... Wollte den doch... Ich wollte ihn doch... Ich wollte ihn fangen. Ich wollte ihn fangen. Oh, 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 oh. Wer schickt denn seine Depression ins Feld, mein Freund? Nee, das hört jetzt sofort auf. So, viel Spaß. Hast dir selber eingebrockt. Dann eben weg mit dir. So. Kann ich nichts für. Wollte ich nicht. Ich hab's versucht, ja, auf gute Weise zu lösen. Lieber Ehrenhater, Dankeschön. Vielen Dank, lieber Ehrenhater. Nochmal Dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank nochmal. Vielen Dank. Da kommt noch einer runter. Wieso haben wir auf einmal so viele Daydreams hier? Daydreams. Wir brauchen heiße Quellen. Wo, bis wohin geht unser Rahmen? Der geht bis hier drüben, ne? Ich würde sagen, die heißen Quellen machen wir hier drüben hin. Ich finde das irgendwie passig. Ich weiß nicht warum, irgendwie hier so, ne? Was ist denn das? Depress... Okay. Ist das vielleicht mit steigendem Level? Hm. Ich würde gerne wissen, wie das funktioniert. Ein Pärl im Team ist hungrig. Ja, oh, du hast Hunger. Oh, ja. Wir machen ja. Hier, komm. Hau dir mal was rein. So, gönn dir. Und dann... Wo ist denn jetzt... Ach, ich bin dumm. Ich brauche die Technologie. Wir brauchen auch die Technologie und dann können wir ganz in Ruhe... Feuerbogen, oh Mann. Dann können wir ganz in Ruhe... Hier, heiße Quelle, let's go. Heiße Quelle ist erforscht und wir bauen die jetzt hier. Warte. Heiße Quelle. Okay, das ist echt süß. Das mit dem kleinen Dingens da drauf und so. Kann ich die gerade bauen? So schief ist die irgendwie ungeil, ne? Das sieht aus wie die auslaufen. Warte. Kann ich die... Okay, drehen kann ich auch selber. Warte. Vielleicht eine gute Idee, wenn wir Fundament drunter bauen. Warte. Bau. Ich hoffe, die geht auf ein Fundament. Wollen wir denn hier ein Fundament bauen? Kann man das auch höher machen? Nee, ne? Aber ist okay. Das müsste reichen. So. Und dann... Ich hoffe, das geht. Ja, geht. Wunderbar. So. Hopp.
Let's go. Ach so, entschuldige, ich wollte F drücken. Bauen. Let's go. Yeah, Edris, dankeschön. Hallo mal wieder. Schön mal wieder von dir zu lesen. Hallo lieber Edris, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, hallo. Treppen bräuchten wir, ja, Treppen wäre ganz gut, aber die können glaube ich von der anderen Seite auch hoch, ne? Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Okay, es sind Direwolfe. Es gibt Leaspunk. Aber es respawn im Menü. Okay. Cool. Vielen Dank, du hast alle Gegenstände. Okay, wieder einsteigen. Okay, das ist ein bisschen assi, ehrlich gesagt. Ich hätte das Ding nochmal abreißen müssen, ne? Wir hätten es nochmal abreißen müssen, neu bauen. Aber wo ist denn jetzt unsere... Wo ist denn jetzt unsere Dingens? Ist das hier unser Bau? Wir waren hier, glaube ich, ne? Hier einsteigen. Ich guck mal gleich, ob wir Verluste haben. Das sieht alles nicht aus wie unsere. Okay, das ist aber ein bisschen, okay, das ist aber scheiße. Okay, alles einsammeln. So, aber wir haben die Quelle, wenn die auch nicht genauso aussieht, wie sie sollte. Haben wir Verluste? Nö. Ich glaube, keiner von... Ne, 7 von 7. Alle gesund und munter. Alle gesund und munter. Wow, die haben die einfach massakriert. Ich musste nicht mal was machen. Wow, okay. Pass auf. Dann machen wir mal schnell Bau. Und so. Und theoretisch müssten die das jetzt nutzen können. Ob und wie, keine Ahnung. So. Okay. Oh, das sind so schöne so schöne Pelz. Ich hätte die gerne eingesammelt. Wir hatten die alle noch nicht. Wir hätten die alle sammeln können. Schade. Okay, aber machen die Pausen jetzt da drin oder? Ich hoffe, das funktioniert. Keiner von denen macht Pause. Rezept wählen. Warte mal, ich gehe nochmal ganz kurz eben. Ach, die Wolle wird ja auch eingesammelt. Voll geil. Okay, öffnen. Wir haben 2 Stahlschlüssen zum Öffnen verschlossener Schatztruhen. Okay. Wo immer die herkommen, ich habe keine Ahnung. Porsuk in die Wanne. Ich guck mal. Ich will nur wissen, dass es funktioniert. Ich bin offenbar sehr leicht, ich kann auf Wasser gehen. Ich bin, eine zarte junge Elfe, müsst ihr wissen. Also ich hoffe, die gehen, ins Wasser, wenn sie müssen. Wenn sie wollen, meine ich. Alter, die Depressos sind auch tot. Die haben ja ganze Arbeit geleistet, die haben alles weggebracht. Holy shit, okay. So, na gut, das hat funktioniert. Was müssen wir noch machen? Ich würde gerne weiter ausbauen. Lagerverbesserung. Wir brauchen nur noch einen primitiven Hochofen. Den müssen wir, glaube ich, noch lernen, ne? Primitiver Hochofen. Primitiver Hochofen. Primitiver Hochofen. Gibt's den überhaupt irgendwo? Da. Feuerdrüse brauchen wir noch. Wir brauchen noch Feuerdrüsen, Leute. Wir holen's mal. Porso können sich ein Päuschen. Aber geht er dafür da rein? Packen wir die Eier raus, ne? Ich pack mal meine Eier raus. Die aus der Kiste werden automatisch dazugezählt. Wir brauchen also wirklich noch welche. Hier, das sind die 2, die wir haben. Ich glaube, ich mache wirklich noch mal eine Eiertruhe.
So. Kommt raus. Dann würde ich vielleicht den Saft tue ich hier mal rein. Der Saft. Davon haben wir ein paar. Feuer brauchen wir mehr. Was ist das hier? Knochen. Ein von Pelz gewonnener Knochen ist eine gute Kalziumquelle. Na, sieh an. Minderwertige Munition. Für Typ Muskete. Okay, ich mache noch eine neue Truhe. Warte. Aufbewahrung hier. Wir brauchen eine Feuerdrüse. Feuerdrüse. Okay, ich wünschte, das Bausystem ist cool, aber das Platzieren ist manchmal noch ein bisschen. So. So. La 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 la. Öffnen. Kann ich auch. So. Okay. Wir müssen die wirklich bald mal ausbrüten. Ich brauche dafür bestimmt eine Brutstation oder so, ne? Brutstation. Oh! Daydream-Halsband. Ermöglicht es den Daydream, wenn es im Team ist, durchgehend draußen zu bleiben und ihr schützen. Also auch tagsüber. Okay. Würde ich gerne probieren. Wir brauchen auch mal den Melpaka. Melpaka würde ich auch mal gerne auspacken mit dem Sattel. Okay, ganz ehrlich, das nehme ich mit. So. Ach, hier ist der Brutkasten auch direkt. Antike Bauteile. Ich weiß nicht genau, wo ich das herkriegen soll. Wahrscheinlich aus den Ruinen irgendwo, ne? Ja, warte mal, was ich noch machen? Genau, das wollte ich auch noch machen. Ich wollte nämlich noch unbedingt den neuen Basie machen. Pelz nicht als Ball benutzen, genau. Den wollte ich eh noch machen und mir noch einen neuen bauen. Weil wir machen ehrlich gesagt selber kaum Schaden. So, Rezept wählen. Wir haben momentan die Holzkeule. Ich wünschte, es würde ein bisschen was dran stehen an Stats. Aber hey, Produktion beginnen. Let's go. Aus Dungeons vielleicht. Ja. Bogen wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Den Bogen sollten wir vielleicht auch langsamer machen oder vielleicht einen besseren Bogen lernen. Nicht den Billo-Bogen machen, sondern wir sollten vielleicht mal einen besseren Bogen machen. Achso, hier einmal mitnehmen. Danke, Syndica. Dankeschön. Sehr lieb. So, neuer Base sieht gut aus. Den hier können wir ehrlich gesagt entsorgen. Brauchen wir nicht mehr. Und dann gucke ich mal ganz kurz nach dem neuen Bogen. Giftbogen, okay. Drei Schussbogen ist, glaube ich, zu krass, ne? Weil er drei Pfeile kostet. Nee, pro Schuss wird nur ein Pfeil verbraucht. Das klingt nach einem Traum. Metallaxt. Wir müssen ja eh den Ofen bauen. Okay, drei Schussbogen. Drei. Der Dreischussbogen. So, let's go. Produktion beginnen. Wir bauen. Da ist Blut am Basie, der ist gebraucht gekauft. Oder schon mal ein bisschen mitgeübt. Keine Ahnung. So. Dieser Perl hat Hunger. Okay, aber die können ja selber essen. Die kriegen ja genug Essen und so. So, die Waffen ein bisschen ausbauen, Leute. Sehr, sehr gut. Okay. Keiner hilft. Dauert ein bisschen lange. Ich wollte gleich den Abenteurer am Lagerfeuer einfangen. Ich wollte mal gucken, ob das geht. Wollte mal testen. So. Dieser Perl hat Hunger. Warum isst der denn nichts? Tobinator hat auch rote Beeren gegessen und kommt seiner Arbeit nicht nach. Tobi! Tobi, was soll das? Los! Geh Steine kloppen! So. Ha, ist das schön. So. Junge, wie lange es dauert. Okay, ich würde gleich nochmal gerne was probieren. So. Tanzverbot, ja, drei Schussbogen produziert, das war ich. Der war gar nicht dabei. Der ist nicht mal da. Hä? Okay, Tobi arbeitet wieder. Den Bogen, wo kann ich den ausrüsten? Drei Schussbogen, wo kommt der hin? Kopf, Körper, Accessoires oder ist das direkt die Waffe? Okay. Habe ich ihn auch hier? Nee. Perl anweisen, Perl rufen. Kann ich irgendwo Hotkeys belegen?
Körper, Kopf. Wir haben immer noch keine Rüstung. Accessoires haben wir auch nicht. Nahrung. Nahrungsslot. Rüste Nahrung ist im Slot aus, die von dir und deinem Pelz bei Hunger automatisch gegessen wird. Oh. Achso, geht nicht. Wir brauchen den Futterbeutel. Verstehe. Ich gehe echt pinkeln. Hatte ich die ganze Zeit schon vor. Warte mal, Pellseele haben wir ja auch noch, ne? Wo war das denn jetzt wieder? Wo konnte man die Pellseelen denn wieder einsetzen? Hab ich ja vergessen. Abwerfen. Ach, das war da oben. Ja, ja, ja. Ein Pell überfrisst sich. Tobi! Tobi, hau zu fressen! Was ist denn mit dir? Tobi, nein! Tobi? Angriff einstellen. Tobi! Hör auf zu essen! Ich weiß mir nicht zu helfen. Tobi? Der Pell isst vor Stress so viel. Dann stream weniger, Tobi. Was soll ich dir denn sagen? Was ist denn mit dir? Hau ab jetzt hier. Weg. Ja, da brauchst du gar nicht so gucken. So, zurück in die Box. Füttern, streicheln. Kommt, ja, kommt. Komm mal her, Tobi. Ja, Tobi. Tobi, du bist ein ganz Lieben. Hm? Du bist ein ganz Lieben. Ja, du bist ein ganz Lieben. Na komm. Na komm, Tobi. Hm? Komm mal her, Tobi. Tobi, komm, komm mit, Tobi. Komm. Ja, Tobi, komm mal mit. Hier. Ne, viel Spaß. Oh. In der Nähe gibt's nichts zu tun. Arbeitssuchenmodus aktiviert. Wie nichts zu tun. 14 Steine. Die werden doch weggeholt, glaube ich, ne? Die werden weggeholt. Geil. Tobi? Tobi, komm. Hier, hier. Auch nicht. Ja, gut, dann. Da drüben ist noch so einer. Ich bringe die Beeren hier wieder rein, ne? Boah, das sieht so gut aus, und dann sind nur olle Beeren drin. Tobi, nein! Hör auf, Tobi! Nein! Hör auf! Die sind nicht für dich! Hör auf jetzt! Oh. Pass auf, ich mache Folgendes. Ich mache jetzt mal Folgendes. Wenn der Tobi Stress hat, wenn der Tobi Stress hat, Tobi, ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Komm, komm her. Tobi, da... Tobi? Tobi schläft. Ein Pell schläft. Tobi. Das war vielleicht keine gute Idee, das Ding hier hinzubauen, ne? Ja! Na also, ja, ja, Tobi, ja, plansch ein bisschen, Tobi. Ja, guck mal. Festungskommandant und Drachengeborener. Ich wollte nur sagen, er ist ein Drachengeborener. Bin mir nicht sicher, ob Skyrim oder Kommune. Ja, das weiß man nicht genau, aber... Hauptsache, der dringt Spaß. Oh, oh, guck mal. Da ist er wieder in seinem heimischen Habitat. Tobi, gönn dir ein bisschen Ruhe. Gönn dir ein bisschen Urlaub. So. Hungrig. Okay, weißt du was? Was passiert, wenn die sie überfressen? Was passiert dann? Wir können ja zumindest mal gucken. Und ich bin ehrlich, ich hätte gern wieder so ein Hühnchen hier drin. Irgendwie wäre das nice. Okay. Ach, die sind alle hungrig. Ach, du Heil. Oh, Gottes Willen. Junge, was ist denn hier los? Uff. Ach, ich bin auch hungrig. Okay. Dann hier. Warte. So. Okay. Ja, Tobi. Ich hoffe, der Tobi platzt nicht, ne? Ich hoffe, der platzt nicht. Der hat Stress, aber gut. Wir gucken mal. Vielleicht, wenn er sich überfrisst, kann er vielleicht ein bisschen... Ich bin mir nicht sicher. So, wir brauchen jetzt... Ja, okay, wir brauchen den primitiven Hochofen. Und dafür müssen wir... antike Dinger finden. Ich weiß aber überhaupt nicht wo. Ich habe keine Ahnung. Haben wir auch noch nie gefunden. So, warte, warte. Wolli. Wolli. Wolli, Wolli. Da, Wolli. Mach dich bereit und besiege den Boss im Turm des Rain Syndicates. Wir sind alle Level 10. Ich will mal was probieren. Ich wollte die ganze Zeit mal was probieren. Und zwar, es wird eh gleich in der Nacht.
Und ich muss aber auch pinkeln. Ich würde gerne im Team. Gumos, was macht ein Gumos? Schlammschuss und Windschneider ist gut. McNugget bringt uns, glaube ich, wenig, ne? Und ganz ehrlich, Wollpups als Kämpfer ist, glaube ich, weiß ich auch noch nicht so genau. Müssen wir mal gucken. Wir könnten einerseits Daydream mitnehmen, auf jeden Fall, aber da brauchen wir das Halsband, können wir auch noch holen. So. Und McNugget würde ich auch mal zu Hause lassen. Und stattdessen aber Melanie Emily mitnehmen. Kann ich die tauschen? Jo. Melanie Emily. Aus dem Grund, weil... Wo ist denn Melanie? Da. Ganz kurz, warte. So, Melanie, warte kurz. Ach, wir müssen den Sattel noch bauen, ne? Wir haben den noch gar nicht. Wir müssen den Sattel noch bauen. Warte kurz. Melanie, was machst du denn da? Rezept wählen. Daydream-Halsband und hier Melpaka-Sattel. Let's go. Produktion beginnt. So, das machen wir. Tobi ist satt. Ist ja kaum zu glauben. Wahrscheinlich alles leer. So, Tanzverbot kommt seiner Arbeit wieder nicht nach. Es ist einfach unfassbar. So. Hab Angst, dass die Entwickler von Nintendo verklagt werden. Gerechtfertigt oder nicht? Glaube ich nicht. Also es ist... Gerade auch das Game ist sehr weit von Pokémon entfernt. Also sehr weit. Und niedliche Kreaturen, ganz ehrlich, hat Pokémon auch nicht erfunden. So, warte. Warte. Das Bauen könnte schneller sein, das stimmt, aber da helfen einem ja normalerweise immer die, die Pals. Hat Nintendo schon probiert, wurde abgelehnt. Oh, naja, Nintendo being Nintendo, ne? Nintendo ist kein freundlicher Familienkonzern. Ist genau wie Disney. Ist nicht familienfreundlich eigentlich. Ist 200% Konzern. So. Okay. Aber Domtendo ist cool. Ja, die hat die auch nicht verklagt. Also hoffe ich. So, wir haben den Sattel und ich würde sagen, wir machen nochmal. Das Daydream-Halsband will ich auch machen. Oh, fuck my life. Weißt du was? Ich drehe mich mal um. Ich will hier wenigstens rausgucken, wenn ich arbeite. Kann ich mir die anderen ein bisschen anschauen hier. Die meisten Pelze haben auch harte Rip-Offs von einfachen zwei Pokémon, die man fusioniert hat. Ja und? So egal. So mal ganz ehrlich, Pokémon hat auch sehr viele fragwürdige Sachen, die ziemlich lame wirken. Also ziemlich low effort, würde ich mal sagen. So. Ofenkäse-Snack. Oh, ich hab so Hunger. Könnt ihr helfen? Sag doch einfach nein. Warte, ich mach mal kurz die Fackel an und dann baue ich mal weiter. Ich muss nur die Fackel ausrüsten, damit es automatisch warm. Wir sollten vielleicht auch ein paar Lichter im Lager aufstellen, ne? Und wir müssten vielleicht, noch ein paar Wände bauen. Und vielleicht mal ein Dach drüber kriegen. Wäre auch ganz nice. Wir wohnen die ganze Zeit hier in so einer offenen Holzhütte. Die Sounds sind nämlich an Craftopia. Ich glaube, einige Sounds sind von Craftopia auch übernommen. Sehr viele Features auch. Aber es hat immer eine ordentliche Schippe draufgelegt. Und ein paar Sachen würde ich mir noch wünschen von Craftopia. Wobei, die Melkmaschine haben wir ja auch, aber die müssen wir erstmal kriegen. So... Halsband. Daydream. Und dann können wir den auch... Wunderbar. Dann können wir den auch tagsüber rufen. Oh, gucke. Hä? Warum bist du jetzt draußen? Bist du jetzt immer draußen? Hä, wie cool. Okay, Melanie, warst du... Melanie, warte mal. Oh, geil, hier hinten noch ein Ball. Melanie, warte mal bitte ganz kurz. Melanie, Emily. Melanie, Emily, kommst du mal bitte her. Melanie, Emily! Melanie! Du brauchst gar nicht gucken! Wie soll ich dich denn reiten? Das, so. Kommst jetzt in den Ball. Jetzt können wir. Okay, so. Ja, komm her.
Ja, den Luftkanone, Flufftackling. Oh, Alter, oha! Ich muss das noch ein bisschen üben. Wir müssen noch ein bisschen Reiten üben, glaube ich. Fluffkanone, was ist Luftkanone? Okay. Oh, cool. Okay. Ich steige ab. Minion Crazy, dankeschön. Vielen Dank, Minion Crazy. Danke für die Subs. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen. Dankeschön, dankeschön. So, und ich gehe mal schlafen gerade. Und dann gehe ich gleich pinkeln. So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie cool, dass er jetzt ständig draußen ist. Das heißt, auch wenn ich Melanie zurückrufe und sage ich mal so, dann habe ich gleich zwei Fighter an der Seite. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Also mit dem Team könnten wir eigentlich mal in den Turm gehen. Aber vorher gehe ich wirklich pinkeln. So, die Beeren werden weggeräumt, da muss ich nichts machen. Prima, da werden sie schon weggeräumt. Süß. Süß. Okay, ich muss dazu, glaube ich, ins Hauptmenü gehen, weil das Spiel geht weiter. Ich kann nicht einfach speichern. Mehrspielermodus ist auf aus eingestellt, wird auf ein eingestellt und ein Einladungscode angezeigt. Oh, okay. Okay, okay. So, ich gehe mal kurz zum Titelbildschirm, ich spiele gleich weiter. Wir spielen gleich weiter, ja? Ich gehe mal ganz kurz eben aufs Tö. Ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde.